So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich ETS Multiplayer. Wir sind hier schön im Multiplayer unterwegs. Und Leute, ihr seht's, wir haben die neuen Scania. Wir haben ein bisschen rumfahren müssen. Wir haben auch ein bisschen Kredit wieder aufnehmen müssen. Wie viel, weiß ich gerade nicht. Wie viel wir minus bei der Bank haben. Was? Ja. Ja. Ich glaube mal, die Bank wird sich schon kümmern, wenn sie will. So, wir haben unseren neuen Scania, wie gesagt, und guckt euch das an. Oh, ja. So, schön den zweiten Gang anfahren, wie die echten LKW-Fahrer. Manche überspringen wirklich gleich in zwei Gänge immer. Und heute eine kleine Strecke, 217 Kilometer, alles super, alles gut. Wieder ohne Musik, weil ich das immer noch vergessen habe, eins zu stellen und das steht jetzt rum. Naja, gut, okay. Ja, heute jetzt nochmal eine Folge schnell mal im Modus von normalen ETS LP und nächstes Mal kommt nochmal eine ETS-Folge stumm. Hat den folgenden Grund, stumm teilweise besser ankommt. Und mir schon gesagt wurde, ja, wenn du stumm das alles machst, ist auch ziemlich geil. Und deswegen, ich finde den so geil. Auch in die Beleuchtung haben wir Licht an. Wir haben durch Licht an. Das war zu schnell. Aber wir sind super rumgekommen. Nice! Leute, so läuft das doch hier ab. Schön. Bei uns auf unserem Kanal. Ja. Wenn dieser Part rauskommt, ist schon lange der Bus-Simulator draußen, Leute. Und ich freue mich irgendwie so sehr auf den Bus-Simulator. Scheiße, ich wollte die Sitze nochmal anders einstellen. Weil der Typ vor mir, der war ein bisschen kleiner. Und deswegen ist auch das Lenkrad alles so ein bisschen komisch eingestellt. Mal auch schön mit 80, 81, okay. 81 hätte Tempomat drauf, das ist aber alles okay. Und wir haben vor allem diesen Knüppel aus, echt, das war ein Muss, also dieser, das Lenkrad, also in das musste aus Holz sein. Das musste aus Holz, Gottverdammt aus Holz sein, also jedenfalls das Lenkrad, mit dem Holzknüppel. Das finde ich sowas von elegant, das finde ich sowas von geil, das finde ich sowas von sexy, und weiter und so fort. Und trotzdem die Innenbeleuchtung aus, die Innenbeleuchtung hier alles drin, ne? Weil ich das persönlich geil finde. Und das wird vielleicht, wird das ja noch irgendwann mal kommen mit einem Update, dass du hier drin einfach mal die Farbe ändern kannst. Und dann machen, wenn die Farbe einstellbar ist, machen wir das sofort. Das Rot hat zwar was, aber auf Dauer weiß ich nie. Der Dunkelheit sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber es gibt, glaube ich, Besseres. Auch ein bisschen realistisch, wie gesagt, fahren wir mal hier ein bisschen lang. So. Wir haben schon ein paar Kilometer hinter uns jetzt, 30, naja. Oder? So, eins wollte ich eigentlich noch gucken. Und zwar dank dem Bus-Simulator tut Logitech jetzt eine Verlosung starten mit dem Logitech GG 29. Natürlich habe ich mich angemeldet. Ich wollte einfach mal gucken, wie teuer ist denn das Logitech G 29. Mal gucken, ob wir es vielleicht hinkriegen mit Google. Okay, Google. Wie teuer ist das Lenkrad Logitech G 29? Okay, vorlesen tut er mir nicht. Fast kannst du es auch gut. Wir gehen mal auf Amazon drauf. Bah. Oh, jetzt müssen wir uns mal hier konzentrieren. Jetzt wird es hier runtergefahren nach Aalborg. Ich weiß gar nicht, wir fahren glaube ich sogar dorthin, oder? Ja, genau. Ganz in die Spitze von Dänemark. Ein paar Rennteile, die sind jetzt noch drinnen zu fahren. Ich muss unbedingt mein Dings... Also der tote Winkel ist komplett raus. Dann gucken wir mal. So, das Logitech G. 200... Ach du heilige Scheiße. 200 Ocken. Lenkrad plus Schalthebel kostet 240.
Driving Force für Xbox One und PC 239. Und das Schalthebel einzeln für G9 und G920 und G929 kostet 40 Euro. Dann ich will mal das mit Schaltknüppel. Das würde mich schon interessieren, aber Problem ist nur, du hast, wie viele Gänge hast du da? Das ist eine gute Frage. Sechste, sieben. So, LKW hat 12. Okay, da muss man irgendwie dann den den zweiten, vierten, sechsten, achten, zehnten, zwölften und den Rückwärtsgang machen. Das würde mich schon interessieren. Aber am meisten würde mich interessieren, das Lenkrad direkt für den LS17. Für den LS allgemein, für den Landwirtschaftssimulator. Das interessiert mich mit am meisten. Und der ist aber auch Nummer 200 Ocken. Wenn, dann würde ich mir wirklich zwei verschiedene Lenkräder am besten holen und für den Landwirtschaftssimulator und dann so ein Gestell immer hinterher schieben lassen. Das wäre schon geil und ich merke, ich muss eigentlich scheißen. Zum Glück ist das nur eine kleine Fahrt. Wir müssen auch nicht tanken. Der Tank hat ein bisschen Platz. Wir haben hier den Taglift, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gefahren bin. Also ich glaube 2 Wochen, da bin ich mit Rolli bin ich gefahren und mit Lippig ein bisschen mitten in der Nacht nach dem Livestream. Genau, letzte Woche habe ich nämlich nicht. Und vor 2 Wochen, genau. Und da habe ich mir einen Scania gekauft. Ging aber nur darum, dass ich einen Scania habe und ein bisschen vorankomme, weil Lippig und Rolli, die waren weg. Ludwig mit seinem alten Scania, mit dem Scania R und Rolli mit dem Scania S, glaube ich. Ich habe mir jetzt auch den neuen geholt. Ich weiß nicht, er ist, sieht so irgendwie modern aus. Auch wenn er diese Kastenbauweise hat von teilweise aussieht wie ein Renault. Aber Renault noch teilweise kastenförmiger ist und der aber so modern aussieht, so future-mäßig. Also ich hoffe, ihr kommt mit, was ich sagen möchte. Oh. Und auch von innen, also von innen ist das allein, ich habe jetzt hier erst hier die Feststellbremse gesehen, die sieht auch ganz interessant aus. So, kurz mal ein bisschen gucken, wir haben hier hinten noch das Scania V8 Logo, mehr gibt es auch im Moment nicht. Ja, ein normales Bett, aber es gibt ja auch ein Scania DLC. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Vielleicht gibt es da auch bestimmte Sachen, die man hier schon ändern kann. Oder ob das Spiel dann noch nicht gemacht hat. Aber eins muss man schon sagen, das habe ich auch zu Rolli gesagt. Das ist einfach nur geil, dass die hier nicht jetzt sagen, okay, wir bringen jetzt ein IDS3 raus. Dann könnt ihr vielleicht mit dem Schiff sogar bis nach Amerika fahren. Oder wir finden alles gleich. Oder mit Kleinmultiplayer drin. Oder. Sondern hier sich reinsetzen und jahrelang schon 5-6 Jahre schon hier was machen. Das ist einfach geil. Das ist einfach mal geil. So was liebe ich. Und eins wollte ich aber noch gucken, hier oben ist davon okay. Also von meiner Position aus hier sieht man gar nichts. Also das muss ich noch ändern bis zum nächsten Part. Da ist ja der Stumm dran. Wie gesagt, 2 Parts nehme ich der Stumm mal wieder auf. Da kann ich nebenbei ein, zwei Videos gucken oder mit meinen Mäusen quatschen oder Fenster aufmachen. Bei 400 Grad plus ist, glaube ich, schon angenehm. Was liegt denn da? Hm. Gut.
Es ist alles ein bisschen angenehmer für mich, das Ganze stumm zu machen. Vielleicht auch mal ein Battlefield stumm oder so. Es wurde auch immer bei wie heißt das gleich? Ja, Sniper. Wurde gesagt, jo, also dein Stumm, das ist schon geil. Weil man eben dann alles besser hört, wisst ihr? Und meine Scheißstimme auch mal nicht hört. Was ist überhaupt bei dem jetzt hier optimal? Also das Blaue weiß ich gar nicht. Das weiß ich überhaupt nicht. Also sieht aus wie Frankreich-Flagge. Schön. Schön und gut. Aber man hat hier keine optimale Drehzahl. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ach du Heilige, was ist denn das hier für ein Dörfchen? Müll, okay. Jetzt reinhauen. Aber wenn hier irgendwie nach und nach alles freigeschaltet wird oder MTC oder sowas, das ist schon geil. Das liebe ich wirklich und ich kann dazu nichts anderes sagen. Also ich finde, ATS ist schon eine richtig geile Sache. Wenn man das noch richtig im Konvoi Multiplayer oder sowas. Ja, da war noch Dings. Oh, Tourist. Geil, weil ich zwei Städte in Dings habe, in Dänemark. Oder in Skandinavien. Rolli hat auch erzählt, es kommt jetzt auch bald Lettown und alles dazu. Also da wird noch ein paar Kilometerchen zu fahren sein. Und dann wollen wir mal am besten so ein paar Fahrten so speziell mal aufnehmen. Hier soll ich jetzt rein? Ach du. Nein! Oh, ja, geil. Ich sehe es. Oh, bin ich ein Volltrottel. Auch 4. Falsche Abladestelle. Hier drehen kannst du überhaupt nicht. So. Was soll auch Ika mit Auto teilen? Obwohl, Nutscan hört sich auch fast so an wie... Was ist denn das? Ist das die Fräse? Die Fräse? Wir machen mal schnelles Einparken. Das war... ja, ein kleines Problem, ne? Das einmal... hier ist die Fräse. Oh, hier ist auch... Klimateile. Oder war das Klimateile? Weiß ich gar nicht. Das gehört glaube ich zum Schwerlast, sehe ich hier, also müssen wir mal gucken. So, und jetzt hier weit ausholen. Ich hatte hier nämlich einen Doppeltender gehabt. Und das ist echt scheiße hier rein. Weil hat man immer verkackt, du kommst ja auch nicht rückwärts rein. Da. Und jetzt möchte ich euch nochmal von draußen so zeigen. Hier, die ganzen Schläuche haben sie alles nachgebaut.
Okay, ich sehe gerade, das Gelb ist ein bisschen dunkel. Aber ist ja nicht geil, Leute. Und damit verabschiede ich mich natürlich heute von diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt Dömmensi. Ciao, ciao.